Es ist mir ein Bedürfnis, das meiste, was mich inspiriert, weiterzugeben. Alles, was man gibt, das bleibt. Man sollte eigentlich nichts für sich selber behalten, nur weil das eben stirbt. Gute Musik ist die, die in sich eine Botschaft hat. Gute Interpreten sind die, die diese Botschaft vermitteln. Es ist eine Einladung zur Fantasie, zu einer Wanderung in das Unbekannte, sich zu öffnen und im Alleingang diese Welt zu erforschen. Man muss die Freiheit suchen für seine eigene Stimme, damit man ein Botschafter wird von etwas, was größer ist als wir selber. Არის ისეთი მომენტები, რომ ჩვენ უფრო ახლოს ვართ ბავშვთან, რაც თქვენ წარმოიდგინეთ და მშობელს გაუგვიდა, საიდან მეხვდეთ თქვენ როგორ? Yes.
Sentí que era el momento también para escribir un concierto latinoamericano sobre todos nuestros países. Es un concierto que, si bien es cierto, celebra la diversidad y celebra esa calidez latina y esa riqueza rítmica y armónica que tenemos en la música latinoamericana. Entonces es como un álbum de fotografías de toda Latinoamérica. Macht und Musik sind miteinander verbunden. Die große Frage ist, was macht die Macht mit der Musik? I will give you a very concrete example. Le Prelude of Liszt, which was written after a poem of Lamartine, which speaks about life on earth being a prelude. That's why Le Prelude, to life afterwards. That symphonic poem of Liszt was broadcast on the German radio every time there was a Nazi victory. Wenn mich Leute fragen, wie kannst du heute noch Musik machen? Was ist Musik? Ist doch, der Hitler hat so viel kaputt gemacht, alles kaputt gemacht, was es überhaupt gab. Musik ist nicht kaputt zu machen. Was soll das heißen? Ich soll nicht mehr Cello spielen, weil ich in Auschwitz Cello gespielt habe. Ich soll keine Musik mehr machen? Das ist doch ein Wahnsinn.